Willkommen bei N54 News, Zeit für die Lokalnachrichten. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101. Berichte von Augenzeugen weisen auf Konflikte zwischen den Clans hin. Angriffe auf Außenstehende liegen hingegen im Durchschnittsbereich. Allerdings hat das NCPD als besondere Vorsichtsmaßnahme die Grundstufe auf 2 angehoben und hat Einreisende Nebenstraßen zu machen. Hey Buddy, erinnerst du dich noch an unseren Kampf? Oh ja, stimmt. Den hast du ja verloren. Ich kann nicht. Hab ich dir doch schon gesagt. So, sind da auch unsere Kollegen? Ja, da sind sie. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Findest du das komisch? Im Gegenteil, das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Cop zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Scheiße. Das glaube ich nicht. Du verarschst mich. Klar, weil Bullenverarsche eins meiner Hobbys ist. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht? Mein Gott, Barry. Ich dachte, er macht ja noch Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Ich muss mit ihm reden. Wird auch Zeit. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Oh, wir haben 1000 Euros bekommen. Ja, ich werde das in Zukunft, glaube ich, nur noch mit Euros betiteln, weil es ist ja ein Eurozeichen da. Sieh nach Barry. Ja, tun wir das doch und dann haben wir ja eigentlich mehr oder weniger die Aufgabe hinter uns. Oder müssen wir jetzt wieder die Zeit vorspulen? Ich hab doch gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommst du nicht rein. Verdammt, Barry. Wenn wir reden, Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Wichser war im Petrocamp-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Der lustigen gelben Katze. Komm rein. Ja, und damit hätten wir die Aufgabe schon mal erledigt. So, was haben wir denn sonst noch hier auf dem Plan? Mal gucken. Tune-Up. Das war das mit dem Delamain-Hauptquartier. Das machen wir als nächstes, weil wir mal unser Auto irgendwie wieder gangbar machen wollen. Ja. Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, ich kann nicht. Aus aller Welt mit N54 News. Die westlichen Konzernstaaten haben kürzlich ein neues Visumprogramm bekannt gegeben. Personen, die beabsichtigen, dorthin umzuziehen, müssen zunächst einen Sponsor unter den Firmen finden, die Mitglied der WCS sind. Visumsinhaber müssen 20 Jahre unter der WCS arbeiten. Erst anschließend winkt die Aussicht auf ein dauerhaftes Wohnrecht, eine Heiratsgenehmigung und natürlich die Ein-Kind-Erlaubnis. Im Norden Europas hat sich die humanitäre Krise weiter verschlimmert. Immer mehr flüchten aus den überfluteten Teilen Belgiens und den Niederlanden. Das Ziel der Flüchtlinge ist weiterhin Skandinavien. Schweden hat daraufhin... So. Oh ja, das Auto steht nach wie vor hier. Das ist sehr gut.
hatte schon die Sorge, dass es einfach despawnen würde. Perfekt. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Auto, obwohl es ja relativ billig aussieht, doch sehr angenehm fährt. Also ja, vermutlich trifft das auf alle Autos zu. Ach verdammt, ich habe die Ausfahrt verpasst. Nein. Hey, wie, Watson ist nicht mehr. Alles klar. Also was mir ja schon mal richtig... Achso, okay. Ich dachte gerade schon wieder, dass meine... dass meine Aufgabe einfach von selbst... oder der Tracker für die Aufgabe sich von selbst wieder geändert hätte. Neues Gebiet wird betreten. Sebastian Padre Ibarra. Ich habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie? Okay. Das hier ist das Hauptquartier von Delamain, so ein ranziger kleiner Schuppen. Ich dachte irgendwie, die hätten jetzt einen richtig großen Tower-Komplex oder so. Mein Anwalt wird dir den zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Die Firma ist Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Du musst keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? Hör mal, ich will mit Delamain reden. Wir helfen gern bei Ihrem Anliegen. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Mr. Hans Jones, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77111010109 6. Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Oh wow. Sonderbehandlung. 3400 Euro. Könnten wir uns woanders unterhalten? Ist da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro.
Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Unglücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für Organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Scanner mit Entschlüsselungsfunktion, okay. So. Jetzt können wir die Garage verlassen. Finde das Delamain Taxi in Wellsprings, okay. Aber wieso wurde die Mission mit hoch bewertet, wenn ich ja jetzt erstmal nur mit dem geredet habe? In Wellsprings, finde das Delamain Taxi in Badlands. Coast View, North Oak, okay. Was haben wir denn hier unten bei denen? Fahrzeug kaufen. Chevillon Trucks 388. 17.000. Da fehlen mir noch 10.000. Da haben wir 14.000. Da sind wir schon näher dran. 13.000. Naja. Aber da gibt es ja noch nicht mal irgendwie ein Bild zu. Gab es nicht vorhin irgendwie ein Bild zu dem Auto? Mir war irgendwie so. Okay. Wir können ja mal Epistrophie The Glen machen, ne? Und mal gucken, So, das Spiel ist vorhin an uns auf jeden Fall gecrashed und, wir sind direkt auf dem Desktop gelandet. Zum Glück hat es die Aufnahme nicht komplett zerschossen. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass wir direkt dort an der Stelle sind, wo wir aus dem Delamain Hauptquartier gekommen sind. Oh ja, das ist gut. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel abgestürzt ist. Ich beobachte ja nebenbei auf meinem zweiten Monitor die ganze Zeit die Werte meiner Systemressourcen, also jetzt Prozessorauslastung, Arbeitsspeicher, die Daten der Grafikkarte und alles war eigentlich im Normalbereich, jetzt nichts Ungewöhnliches. Und auf einmal landen wir auf dem Desktop.
Ja. Das ist jetzt der zweite oder der dritte Crash. Ich kann mich gerade nicht so recht erinnern. Also bei dem ersten Crash hat es uns auf jeden Fall die Aufnahme zerhauen. Und ich glaube, es hatte dann nochmal einen zweiten gegeben und das war jetzt hier der dritte. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil wir mal bedenken, dass wir jetzt gar nicht so lange oder so weit im Spiel vorangeschritten sind und schon drei Crashs haben. Naja. Ich hoffe, dass das noch gefixt wird, aber sehr wahrscheinlich werden wir, bevor das gefixt ist, schon einen großen Teil des Spiels durchgespielt haben, wenn nicht sogar das komplette Spiel. Deswegen die Fixes für uns dann erstmal ja, zu spät kommen. Ich hoffe nur, dass, falls es weitere geben sollte, dass diese einen ähnlichen Verlauf nehmen wie der aktuelle, dass die Aufnahme erhalten bleibt und ich nicht komplett alles wieder neu aufzeichnen muss. Aber gut. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht? Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Sehen Sie sich um. Ich habe ganz in der Nähe die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Alles klar. So. Machen wir jetzt erstmal hier mit unserer Delamain-Quest weiter. Bist du hier, um mich zu erlösen? Nein, nur um dich zu resetten. Bleib innerhalb der Signalreichweite. Hey, easy. Ich will dir nicht wehtun. Ich mir schon. Warum dich selbst aus dem Verkehr ziehen? Weil ich ein Auto in einer Welt bin, die Menschen gehört. Protestlich, ohne Perspektive. Auf der Straße Schlägern wie dir hilflos ausgesetzt. Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord. Psychotherapie? Totale Zeitverschwendung. Psychiater hassen Fahrzeuge. Wir haben keine Mütter. Du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen. Du weißt schon. Wie einer glücklichen Familie. Delamain hasst mich. Hör zu. Selbstmord ist eine Einbahnstraße. Es gibt immer einen besseren Ausweg. Du belächelst mich doch, weil ich ein Auto bin. Nicht wie du. Hey, ein Körper ist ein Körper. Du existierst, denkst und bist manchmal mies drauf. Wir sind uns total ähnlich. Du würdest das also auch einem Menschen raten? Jeder muss irgendwie auf sein Leben klarkommen, Del. Eine Radumdrehung nach der anderen. Na gut, ich gehe zurück. Ja. Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Ich bedanke mich. Der könnte ein paar mehr Kuscheleinheiten vertragen. Verzeihung, ich verstehe nicht und habe keine Zeit für eine Erklärung. Andere wichtige Aufgaben verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Hast ihn vernachlässigt wie ein schlechter Vater. Ach so. Auf jeden Fall wurde ein Anteil Ihres Honorars überwiesen. Geht's noch? Wie viel habe ich denn? Mir scheißegal, für wen du dich hältst, Kleiner. Bekommen. Ich habe jetzt 8500. Steht jetzt nicht da, wie viel ich bekommen habe. Schade. Also, dann gehen wir mal das nächste Delamain-Auto in Wellsprings finden.
War schon merkwürdig oder lustig, dass man ein Auto vom Selbstmord abhält. Interessante Sicht auf jeden Fall.